Mainz, der WSG Tirol, im Heimspiel am Sonntag in den SK Untergang in Graz. Gleich eine Info vorab, die Osttribüne bleibt, wie schon die Wüste noch geschlossen, geöffnet haben West, Süd und der Süd. Neben mir darf ich begrüßen Cheftrainer Thomas Hilberger. Ja, Coach, in dieser Woche aufmerksame Beobachter haben ziemlich viele Trainingseinheiten deiner Mannschaft gesehen und auch ein Testspiel gegen die eigenen WSG Tirol Juniors. Was hat es auf sich? Ja, was hat es da auf sich? Die letzten Leistungen waren unzufriedenstellend, waren enttäuschend. Und deswegen haben wir einfach gesagt, ja, wir müssen enger zusammenrücken. Deswegen haben wir sehr viel trainiert, sehr viel gesprochen, sehr viel analysiert. Und wenn die Woche rum ist, wird die Mannschaft insgesamt in 11 Trainingseinheiten da in 6 Tagen. Also, das könnt ihr euch ausrechnen, dass bis auf morgen ist meine Einheit, als Abschlusstraining, dass wir jeden Tag uns doppelt getroffen haben. Und ja, Testspiele durchgeführt haben, Analysen durchgeführt haben, Gespräche durchgeführt haben und natürlich auch trainiert haben in einer ordentlichen Intensität. Danke, dann starten. Sehr viel Glück. Ja, noch selber. Ja, vielleicht auch diese erzieherische Maßnahme, dass neben dir niemand sitzt. Oder Zufall? Nein, es ist keine weder erzieherische Maßnahme noch Zufall, aber wir wollten uns aufs Spiel konzentrieren. Die Spieler sollen sich aufs Spiel konzentrieren und nicht auf irgendwelche Pressekonferenzen. Also wir müssen am Sonntag um 14.30 Uhr die Stunden, wo es soll sie bezahlt werden fürs Spiel. Tobias Weidhofer für die DB. Es war jetzt eine der besten Mannschaften in Österreich am Sonntag. Was willst du von deiner Mannschaft sehen? Weil ein Sieg kann man wahrscheinlich nicht erwarten. 100%. Was ich sehen will, das ist relativ einfach und auch relativ einfach runterbrochen. Leidenschaft, Bereitschaft, Team und für den Verein durchs Feuer zu gehen. Und wie du richtig sagst, Sturm Graz ist wahrscheinlich derzeit die beste Mannschaft in Österreich, hat man auch gestern wieder gesehen. Ich darf jetzt nicht erwarten, dass wir Sturm Graz 3 Punkte einkalkulieren können, das ist uns schon bewusst, aber mit Leidenschaft, Intensität und Bereitschaft und Mannschaftsgeist im Gefüge. In jedem Zweikampf eingeladen ist, das sind die Grundtugenden, da kann man auch Sturm Graz nerven, so wie jetzt einmal, oder Parole bieten. Ob es am Ende des Tages dann mit höherer Qualität verstoben, das wissen wir auch. Ob es dann für ein Buch gegeben reicht, werden wir sehen. Aber ich will, dass die Mannschaft für den Verein durchs Feuer geht. Du hast Sturm angesprochen gestern im Europacup. Die wollen in Salzburg dranbleiben, klarerweise, die werden nicht sehr schenken. Auf der anderen Seite, glaubst du, werden sie ein bisschen rotieren? Bin ich überzeugt, dass sie rotieren, aber es spielt keine Rolle, weil da kann man nicht viel schlechtere rein, sondern alles Stammspieler, die das Format Stammspieler haben, und das ist völlig egal, behaupte ich jetzt einmal ab, ob vorne der Zacharia spielt oder der Böwing oder der Biret oder der Tommy Howard. Da reden wir jetzt von einer überragenden Klasse oder Mittelfeldler Hirländer oder Goran Stankovic, das sind ja Teamspieler. Und hinten ist genau das Gleiche. Also diese Mannschaft steht ja nicht zu Unrecht. Jetzt im Europacup in der K.O.-Phase, das erste Mal seit 40 Jahren. Ich glaube, damals war es gegen Nottingham Forest, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ich vor Natur. Und jetzt sind sie wieder da, wo sie sind. Sie sind drauf und dran, dass sie österreichische Meister werden. Also ich gebe ihnen große Chancen. Also von dem her ist es völlig egal, um die Frage zu beantworten. Ob sie rotieren oder nicht, das kommt auf uns maximale Mentalität, maximale Intensität und maximale Qualität zu, für das deutsche Verhältnis. So wie das falsche Fall, finde ich bitte. Vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick, abgesehen davon, dass man ja gut reingekommen ist in Wolfsburg die ersten 5 Minuten und dann aber vor allem ist, was so nicht stehen bleiben darf, haben wir die Leidenschaft angesprochen. Das heißt, genau das hat mir von deiner Mannschaft auch gefällt, die erste Spielzeit, kann man das so sagen. Die Leiden, ja, die Intensität, die Leidenschaft, die Zweikampfführung, da war vieles, was wir kritisiert haben und kritisieren müssen. Und der Marc Janko hat ja, glaube ich, gesagt, nicht Bundesliga tauglich. Und wenn wir so auftreten, dann müssen wir uns auch so ehrlich, muss man dann schon sein und den Schwedischen, das war ein Bundesliga unwürdiger Auftritt. Und was ich da vermisse, ist absolut, dass jeder für jeden das Feuer geht. Und deswegen haben wir auch diese Woche versucht, das einfach aus den Spielern rauszukitzeln. Vielleicht sollten wir dann eher am Sonntag sehen, ob sie bereit sind oder nicht, endlich für ihren Dienstgeber alles abzurufen. Weil das im WRC machen wir zu wenig, über Lust haben wir eh nicht. Da haben wir es eh noch mit Sonntag schon angegriffen, weil
dass das schwierig ist zu spielen. Das hat auch aus der Schlafen letzte Woche gesehen. Sie haben das eine Tor gemacht, was wir nicht gemacht haben. Aber das beim BRC war definitiv zu wenig in allen Belangen. Und die Gegentore 2, 3 und 4, das war ja Rückfall in alten Zeiten vom Herbst. Also das hat ja nichts mit Bundesliga-Reife zu tun, wie man es da anstellen kann. Jetzt hast du den Felix Parker, der Abwehrbus weg. Die Defensive ist ohnehin nicht so sicher gestanden. Ich meine, jetzt beim BRC vor allem, das willst du am System ein bisschen schrauben oder wie gehst du vor? Die Frage habe ich vorher fast erwartet. Es ist ja völlig egal, ob wir mit 3er-Ketten, 4er-Ketten, 5er-Ketten, 6er-Ketten spielen. Und man kann Intensität in das System einbringen, dann können wir mit hinten nur einem spielen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Aufstellung ist nicht wichtig, die Einstellung ist viel wichtiger und die Systemfrage wird mir völlig zu hoch bewertet. Ob man hin zu 15, zu 3, ich habe es eh gerade gesagt, zu 4 spielt keine Rolle, wenn die Spieler nicht bereit sind, in Zweikämpfe zu gehen, intensiv, Laufbereitschaft, Sprintbereitschaft. Wenn ich das nicht habe, ist völlig egal, mit welcher Grundausrichtung ich spiele. Aber man kann auch abseits von Felix damit rechnen, dass es personelle Änderungen gibt, oder ist es eher ein Spiel der zweiten bzw. vierten Chance? Oder vierten Chance, oder fünften Chance. Das will ich jetzt so nicht hängen lassen. Ich glaube, jeder Bundesliga-Trainer ist in der gleichen Situation schon einige Male gewesen, als der Red Bull-Trainer und der Sturm-Trainer wahrscheinlich. Nach so einem Auftritt wie beim WRC am Sonntag überlegst du, dass du 10 aussiehst. Nach einem Mittwochtraining sind es leider 5 und nach Abschlusstraining ist vielleicht auf 1 oder 2. Wir werden sehen, auch hier. Die Mannschaft weiß nicht, wer spielt bis Sonntag um 13.30 Uhr. Da kommt die Ausstellung raus, der Kader kommt am Sonntag um 13 Uhr raus. Die sollen sich alle so vorbereiten, alle 27 Kaderspieler, außer die Verletzten und Sperrten, wie wenn sie am Sonntag um 14.30 Uhr in den Stadtteil spielen. Und sie werden dann eh sehen, bin ich im Kader, bin ich in der Stadtteil. Es spielt keine Rolle, wir sind top vorbereitet auf Sturm Graz, wir wissen, was Sturm Graz super macht, wir wissen, wo wir Sturm Graz Parole bieten können, das wissen wir und am Ende des Tages, 14.30 geht es dann darum, was will der Spieler, was der Trainer will, das ist eh klar, aber was will der Spieler, kann der Spieler um 14.30 den Matchplan umsetzen, ist er bereit für die WSG durchs Feuer zu gehen. Die Gegentore angesprochen einmal gegen den BRC. Zahlst du deine Spiel und dann, dass sie 2 Meter vom Mann wegstehen, wie leicht der Ball durch die Reihen geht? Machst du das mit Videoanalyse? Natürlich, sind sie dann selber erschrecken sie dann, wenn sie sehen? Weil oft einmal im Spielfeld ist eh klar, da bist du wahrscheinlich den Überblick, aber erschrecken sie dann im Nachhinein? Wenn sie nicht über die Szene erschrecken, erschrecken sie über die Heftigkeit, mit der sie es vortragen. Da bin ich überzeugt. Und wenn ich dann das sehe, ich habe selber einmal Bundesliga gespielt, war nicht so erfolgreich, alles wurscht. Aber wenn ich dann diese Zweikampfführung sehe und diese Fehler, Abspielfehler werden immer passieren. Das passiert Sturm Graz, das passiert jedem. Aber wie ich dann bereit bin, A, den Fehler für den Spieler auszubessern und B, den Fehler oder den Zweikampf zu suchen, das hat mich dann schon ein Stück weit schockiert letzten Samstag, ganz klar. Weil die Wahrheit war ja, wir waren ja nicht viel, wir waren gut bedient. Es hat für die persönlich die leidige rote Karte gegeben. Was bedeutet das für den Spielplan, für die persönlich? Ja, dass ich nicht zur Mannschaft darf, das bedeutet es an und für sich. Wenn das Spiel losgeht, 14.30 Uhr, da bist du eh Passagier, ob ich jetzt Passagier auf der Tribüne bin oder auf der Spielfeldlinie. Natürlich hast du ein bisschen mehr Einfluss auf der Linie, wobei ich mir schon oft gedacht habe, unabhängig von der Sperre, der Trainer hat eigentlich viel eine bessere Aussicht von der Tribüne aus. Wenn dann noch die Tools wären mit Coaching über Headset und so weiter, hast du wesentlich einen besseren Überblick wie auf der Grundlinie unten. Das wird am Sonntag verboten. Aber nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass ab 14.30 Uhr am Sonntag kann einer machen. Das heißt, du darfst theoretisch auch keinen Kontakt zur Bank aufnehmen bei dem Spiel? Nein, tatsächlich nicht. Kann man sagen? Ab wann darfst du mit der Mannschaft immer sprechen? Ab 13.30 Uhr? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe das Anschreiben noch nicht bekommen von der Bundesliga. Aber in dem Raum ist glaube ich auch, oder? Ich gehe davon aus, sie werden es mir schon mal übermitteln. Gut. Dann ist es Karl von Lee. Danke. Und bis Sonntag. Die Uli. Nachher.